Startfrei zur heutigen zweiten Qualifikation. Nun eine dreijährige Light Kronos Tochter am Ablauf des Stalles Amanda. Präsentiert von Hubert Brandstätter Junior. Begleitpferd mit Sascha Fischer. Noch 100 Meter bis zum Start. Teilnehmer ab. Recht vorsichtig angegangen ist es Frill Venus in der Qualifikation. Hier wird ja eine Marke von 1,26 verlangt. Nach diesem eher verhaltenen Beginn hat die Light Kronos Tochter jetzt zur Aktion gefunden. Wird begleitet außen von Trainer Sascha Fischer. Erster Bogen ist durchlaufen. Frilas kommt. Die Frilas-Tochter Frill Venus kommt vor die Tribünen, macht hier aber einen Fehler. Nach dieser Galoppade ist Frill Venus wieder im Trab zu sehen und mit dem Begleitpferd bereits im Lesdorfer Bogen wieder angelangt. Die ersten 800 Meter sind zurückgelegt. Nun muss Frill Venus natürlich aufs Tempo drücken, um noch die Marke zu erlangen. Eine Runde ist gleich absolviert. Frill Venus und das Begleitpferd nähert sich nun der Schlusskurve. Stammt er aus der Familie des prominenten Fort Pleasure Ass und hat jetzt die letzten 250 Meter vor sich. Frill Venus und Hubert Brandstätter Junior in der zweiten Qualifikation, jetzt auf der Endgeraden. Einlauf der zweiten Qualifikation, Pferd Nummer 1.